Herzlich willkommen zu meinem vierten Video aus der Videoreihe zu Scratch Color. Hier geht es jetzt um das Downloaden und das Starten der Software. Wenn ich Scratch Color installieren möchte, muss ich es erst herunterladen. Das kann ich hier von dieser Seite herunterladen. Wenn die Tipparbeit, das Abschreiben hier zu viel ist, verständlicherweise, geht man zu einer Suchmaschine wie Google, gibt Scratch Color ein, bekommt dann hier gleich den entsprechenden Link und man kommt zur Webseite von Scratch Color und hat dann hier eben einige Informationen, aber auch vor allem, was uns jetzt hier besonders interessiert, die Datei, mit der ich noch Scratch Color dann verwenden kann. Es handelt sich um eine ZIP-Datei. Die lade ich herunter dann in ein entsprechendes Verzeichnis. Hier habe ich das schon gemacht. Habe hier die ZIP-Datei, entzippe sie unter Windows mit alle extrahieren. Und alle extrahieren holt dann all die Dateien, die diese ZIP-Datei dann praktisch enthalten sind, heraus. Es entsteht ein neuer Ordner. Ich gehe dann hier rein. Und habe dann hier mehrere Dateien. Und die Datei, die mich hier jetzt im Besonderen interessiert, ist hier die Datei simulator.jar. Und diese Java-Datei kann ich dann mit einem Doppelklick oder mit einer Enter-Taste dann starten. Wie man Java jetzt konkret verwenden wird, werden wir gleich sehen.